Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren kleinen Projekt von mir. Und das hier ist der Friki, Friki Stahlzahn. Moment, da. Das wird unser neuer Hauptcharakter. Und ich habe mir nämlich gedacht, wir machen jetzt nochmal einmal das normale Skyrim quasi so ein bisschen durch, die Hauptquest. Weil ich habe bei mir gesehen, oh, nach dem ganzen Installieren, Deinstallieren und so weiter, hat anscheinend Steam bei mir gar nicht mehr gesagt, dass ich die Hauptquest überhaupt gespielt habe. Das möchte ich natürlich beweisen, dass ich es doch getan habe. Von daher, seid dabei, wenn ich mich jetzt so ein bisschen durch die Hauptquest wusel. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich jetzt hier bin. Das hat den ganz einfachen Grund. Ich habe natürlich einige Mods drin, wie man merken wird. Zum Teil Grafikmods, wie man so sehen wird. Auch hier alles ein bisschen dunkler. Zum anderen aber auch ein paar Sachen, die das Spiel so ein bisschen verändern. Man sieht es oben rechts. Zum Beispiel, ich habe ein Need drin. Das heißt, ich muss immer essen, trinken, schlafen. Ja, wird man sich schon alles dran gewöhnen. Ich finde, das sind Mods, die das Ganze ein bisschen interessanter gestalten, die aber nicht zu sehr aufs Gameplay einwirken werden. Kleine Anmerkung jetzt noch. Es werden auch ab und zu vielleicht mal nackte Tatsachen hier in Skyrim sein. Einfach daran, weil ich jetzt mir gedacht habe, ich habe keinen Bock, mir jetzt, nur weil ich einen Let's Play mache, mir jetzt wieder die hässlichen Vanilla-Sachen runterzuladen. Da habe ich lieber die doch recht besser aussehenden Charaktermodelle drin. Und ich werde einfach mal so ein bisschen achten, dass man vielleicht nicht zu viel davon sieht. Aber ja, sollte eigentlich okay sein. So, aber jetzt fangen wir an. Und das Ganze beginnt ja schon super für Bugtester, denn die Statue auf Mara ist gar nicht mehr da. Approach, my child, and choose where your new life shall begin. Eigentlich sollte hier noch eine Statue stehen. Egal, das soll uns jetzt nicht weiter hindern. Wir fangen natürlich mit dem Vanilla-Start an. So, und jetzt wünsche ich natürlich noch viel Spaß. Wir gehen nämlich jetzt nochmal schlafen. So. Ja, hier bräuchte man schon wieder eine Fackel, um das zu sehen. So. Dann wollen wir mal. Ich habe tatsächlich echt lange gebraucht, bis das Ganze geklappt hat. Na, ich nehme das Ganze jetzt übrigens auch über Fraps auf, weil Skyrim ist ja ein Spiel, das ganz gerne mal abstürzen möchte oder ähnliches. Deswegen habe ich mich quasi so ein bisschen vorgesichert, indem ich das Ganze jetzt über Fraps aufnehme, wodurch mir vielleicht nur ein paar Minuten dann fehlen werden, wenn das Ganze mal abstürzt. So, aber genug gequatscht, jetzt geht's los. Bethesda Game Studios presents. Oha. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Aua. Yippie. The Elder Scrolls. Und genauso sollte natürlich ein Start sein. Ah, sehr holprig. Sehr, sehr holprig. Krieg deinen Karren mal wieder auf die Reihe. Ah! Ah! Nein! So will ich nicht sterben. Hey, ah. Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid ah, ein Hase, ein Hase. Kaiserlichen geraten, okay. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Also mit dem Wagen musst du echt mal wieder zum TÜV. Ich glaube, dein Rad ist kaputt. Ich drehe die Kamera nicht, das liegt einfach nur an dem Wagen hier. Da, der Wagen ist kaputt. Nein, warum müssen wir den kaputten Wagen haben? Hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr und ich. Nein, wir sollten wirklich nicht hier sein.
Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern. Hilfe! Ruhe da hinten! Was stimmt mit dem nicht? Hm? Der Wagen ist kaputt. Der Wagen ist kaputt. Wie könnt ihr so fahren? Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Der Windhelm? Wie kann ich wahr? Der Anführer der Rebellion. So, okay. Ah, nein, wenn Sie ihn gefangen haben. Mir wird schlecht. Wohin bringen Sie uns? Also wirklich, mir wird schlecht. Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sotengarde erwartet uns. Nein. Ja, nettes Pferdchen. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf? Ich glaube, das Pferd hat gerade was abgekriegt. Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Hohenstadt. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Ach. Also wenn das Kaiserreich überall so gut ist wie im Bau ihrer Karren, dann kann ich die Sturmmittel sehr gut verstehen. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als die wollen einen nochmal so echt. Verdammte Elfen. Wir hängen, glaube ich, am Baum fest. Sofort. Okay. Das ist Helgen. Okay. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwankt. Stück noch. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeeren traut. Komisch. Als ich noch klein war, wir dürfen gleich ausstehen. Ich bin gespannt. Also letztes Mal, als das Ganze passiert ist, ich habe es ja schon einmal gemacht. Da war es aber noch um einiges. Hier ist Schluss. Da war es um einiges buggier. Auch noch. Los geht's. Da bin ich dann hinterher hochkatapultiert worden und bin irgendwo im Wald gelandet. Nein, wartet! Wir dürfen ausstehen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es Wo sind wir hin? Wir sind frei! Das ist ein Irrtum! Einer nach dem anderen. Wiedersehen! Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel. Jarl von Winter. Er speichert. Es war eine Ehre. Na gut. Ulfric. Unser Wagen ist sowas von kaputt. Okay. Wiedersehen, Ralof. Lob hier von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Und ob du einer bist. Ich kann ihn nicht mal sehen. Jetzt rennt er. Los. Will sonst noch jemand fliehen? Oh. Wartet. Ihr da, tretet vor. Oh, jetzt kommen wir hier weg. Oder auch nicht. Ja, ich hänge. Könnt mal jemand den Karren zur Seite fahren? Objekt, okay. Kann man das einfach delete? Disable geht, glaube ich. Nein? Dann versuchen wir es mal einfach mal zu löschen. Delete? Gibt's nicht. Disable war wohl der richtige. Dann resurrecten wir das Ding einfach, dann steht es vielleicht auch wieder richtig. Resurrect? Nein? Ja, schönes Spiel, aber ja. Nehmt euch Zeit. So tue ich es ja auch. Ach, ist das schön hier. Wie ging das nochmal? TFC, ne? TFC. Das war die freie Kamera, okay. Jetzt habe ich das Problem, ich kann mich ja gar nicht anvisieren. Dann kann ich den TFC wieder rückgängig machen, TFC. Jo,
Hier helfen mir, glaube ich, die Konsolenbefehle gerade gar nicht, weil ich den vor mir hier gar nicht wegkriege. Ich mach mal. Ich versuche es mal einfach zu killen. Ich glaube nicht, dass es geht, aber... Ne. Okay, ihr seht gerade, was ich hier für Probleme habe. Ist das nicht cool? So fängt die erste schon an. Ich bin dafür, die Legionärin, die kann ich ja gar nicht leiden. Die werden wir schon mal umbringen. So. Herzattacke. Okay, dann würde ich sagen, ich starte das Ganze jetzt nochmal neu und nicht als Vanilla-Start, sondern ich werde einfach in den Woods quasi wieder hochkommen, wieder neu starten, sag ich mal. Und wir sehen uns einfach von da aus nochmal das Ganze an. Das sollte ganz okay sein. Okay, dann sag ich mal bis gleich. Start. Und fang jetzt einfach mal mitten in den Wäldern an, als Jäger wahrscheinlich. Und ich nehme einfach mal an, dass wir Glück haben und gleich in der Nähe von Helgen landen werden. Das heißt, wir könnten die Hauptquest einfach ab dem Moment machen, wo man eigentlich rausrennt. Wir sehen jetzt gleich den Drachen und würden dann ab da einfach wieder einsteigen. Ach ja, Bugtester. Ich meine, ich liebe ja die Firma, aber da muss man echt sagen, da gibt's Probleme. So, da sind wir jetzt. Ich würde sagen, wir looten nochmal schnell hier. Ach, guck mal, da eine Holzfäller-Axt, die nehmen wir noch mit. So, wir looten hier nochmal was. Storage Sack. Da, wir haben sogar eine ganze Menge noch gefunden. So, und hier müsste uns doch gleich der Drache entgegenkommen, oder? Wir wollen doch... Da vorne müsste die Höhle sein. Wo bleibst du, Drache? Okay, wir gehen einfach rein. Da sollte es ja auch eine Möglichkeit geben, weil ich meine, da unten liegt jemand. Entweder Ralof oder der andere. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich habe mich immer für die Sturmmäntel entschieden, wenn es darum ging. Die anderen wollten mich ja schließlich köpfen. So, dann gucken wir mal. Oh, okay. Haben wir eine Waffe? Da könnte immer noch ein Bär auf uns warten. Da haben wir einen Bär. Machen wir wieder auf die 3. Ich bin gewohnt, den immer auf die 3 zu tun. Ist der Bär da oder ist der weg? Der ist nicht da. Na, wer ist denn da? Hatwa heißt er. Hallo Hatwa, Wiedersehen Hatwa. Ich glaube, hier war nämlich noch... Ach, guck mal an, da ist der Ralof. Und da ist Wein! Weg ist der Wein. Okay, Wiedersehen, Wein. Hallo, Hatwa. So, dann machen wir das so. Wir waren jetzt... Riverwood. Habe ich eine Potion? Ja, hier. Bitte sehr. Das reicht mir, kriegst du nicht. Okay, und los geht's. Hatwa lassen wir hier. Hopp, hopp, hopp. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Da liegt ein Hatwa, den kannst du übernehmen. So. Hüpf. Hüpf. Ich glaube, wir tun gleich mal was hier gegen unseren Durst. Der ist noch nicht groß, aber wir können ja schon mal ein Bierchen trinken. Wie auf der Arbeit. So, da sind wir wieder. Ich musste nochmal das Spiel neu laden, weil ich nochmal eine Mod raushauen musste. Ich
Jetzt sollte das ganze Spiel aber gut und flüssig laufen. Hoffe ich einfach mal. Trotz Fraps. Müssen wir mal gucken. Ja. Die Welt steht uns auf jeden Fall jetzt offen. Wenn er fertig geladen hat. Ich hoffe mal, es stört jetzt gerade nicht zu sehr, dass ich das Fenster offen habe. Gerade ist recht viel los auf der Straße. Ansonsten ist ganz gut. So. Hüpp. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Jo. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Jo, dann verschwinden wir. Hush, hush, and away. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, ja, wir teilen uns auf. Genau. Der Spruch zieht nicht. Der Spruch zieht schon seit ein Zwerg in Skyrim nicht mehr. Denn wir bleiben hier. Wir bleiben zusammen. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Der Kerl, der läuft so komisch langsam und man kann nicht neben ihm normal laufen, man kann aber auch nicht schnell laufen, weil sonst holt man ihn immer ein. Wenn jemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Du meinst nicht, irgendwie einer eurer weisen Leute könnte das eher erklären? Ich weiß nicht, so ein Arngeier oder so? Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Na, was meinst du, Foxy? Man gewöhnt sich wohl daran. Ja? Wo ist der Hund? Der Fuchs? Der Hund. Jetzt hör auf, dich ständig umzudrehen. Wir gehen jetzt weiter. Der tut immer so, als würde der ewig auf mich warten. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst! So, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir den Dieb spielen, den Magier oder natürlich den Krieger. Dann nehmen wir doch den Krieger. Ich habe letztes Mal ja in Falska Krieger. Den Dieb gespielt. Gut. Jetzt kommt der Krieger dran. Euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Also eigentlich wird es immer entweder der Krieger oder der Dieb. Den Magier spiele ich generell irgendwie nicht so. Es hat weniger damit zu tun, dass ich Magier nicht mag. Es liegt eher daran, dass ich dieses ganze Herumswitchen mit Magie nicht so leiden kann. So generell bin ich dann doch eher dafür, mit Waffen auf jemanden einzuprügeln. Oder halt drumherum zu schleichen oder ähnliches. Denker, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Ja, aber wir haben doch bestimmt noch Zeit, um ein paar Blumen zu sammeln. Stoßen, überlasst ihr das Reden mir. Verstanden? Okay. Falls es denn mal so sein sollte. Ich habe gerade gar keine Nahkampfwaffe, fällt mir ein. Ich glaube, ich habe eine Axt, aber keine vernünftige Waffe. Naja, immerhin einmal getroffen. Hopp. Oh, da ist noch ein dritter. Mensch. Der ist jetzt wirklich mal überraschend gewesen. Und die Viecher haben gerade erst zu spät gemerkt, dass sie tot sind. Deswegen kam der Pfeil wohl noch nicht. So, ich habe übrigens mal nicht Climates of Tamriel hier drin.
Da muss ich sagen, das frisst einfach viel zu viel. Entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Fluss. Ja. Könntest du mal aufhören, nur so Halbsätze zu reden und einfach mal ganz vernünftig bis zum Ende mit mir sprechen, anstatt immer aufzuhören? Mensch, Mensch, Mensch. So, aber da hinten haben wir schon Flusswald. Da kann ich die Waffe, glaube ich, jetzt mal wegstecken. Der läuft so merkwürdig, der Ralof. Weiß einfach nicht, was man da erwarten soll. So, aber jetzt kommen wir an in unserem ersten kleinen Dörfchen namens Flusswald. Oder auch Riverwood. Man kennt so und man kennt so. Und da braucht er anscheinend schon ein bisschen zum Laden. Was passiert ist. Kommt. Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Säge. Ich habe einen Drachen gesehen. Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Ach, ich muss sagen, das Wasser ist schon cool. Und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Wir fallen aber auch gar nicht mehr auf als Jäger hier. Wir sind optimal verkleidet, wobei wir waren ja gar nicht dabei. Gerdur! Bruder, bei Maras Gnade, es ist schön, euch zu sehen. Aber schwebt ihr hier nicht in Gefahr? Gerdur. Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Oh, ich habe Hunger. Daher kommt das Geräusch. Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Kord, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Kord, kommt bitte mal her. Ach ja. Ralof, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Ach ja, das ist diese Option. Genau, Tina the Firefly. Ich weiß nicht mehr genau, was man damit bewirkt, aber ich lasse es jetzt mal lieber mal. Jemand muss etwas unternehmen. Was? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Schlacht. Ich glaube, hier wurde jemand angegriffen. Geht und behaltet die Schlacht. Da hinten, da kämpfen sie. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollen. Da rennt eine Kuh. Was? Okay. Ein Abenteurer, den nehmen wir mal sein Brot ab, das brauchen wir. Waterskin nehmen wir auch. Wer auch immer was das haben wir hier? Ein Räuber. Na, daran liegt's. Ich werde ihn finden. Da ist aber einiges passiert hier, wa? Noch ein Abenteurer. Ist Tanto, das nehmen wir mal nicht mit. Torch, Zaubertrank. Und noch ein Abenteurer. Barbarian Boots. Die Dietriche kommen uns gelegen, Eisenpfeil, die Armschienen nehmen wir auch mal mit, das Salz ist immer gut zum Kochen. Die Rüstung will ich eigentlich nicht haben, wir müssen ja nicht hier als Kaiserlich herumlaufen. Aber hier Pelzrüstung wäre glaube ich ganz gut. Aber da wir hier auf YouTube sind,
machen wir das Ganze mal so. Ihr seht irgendwie verschwommen aus. Was ist los mit euch? Seid tot. Da wird wieder gekämpft. Also das ist tatsächlich etwas verwirrend gerade. Holt sie euch! Holt sie euch! Und warum... Aua, was ist das denn bitte? Uh-oh, and it's gonna cost him 3D! Dudley Death Drop! Dudley Boys with a win! Sieht ziemlich mitgenommen aus. Was ist das denn bitte? Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt... Aua! Ich glaube, ich brauche gleich eine Pause. Stahlfall? Okay, sie hat's verdient. Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasser... So kann man's für YouTube vielleicht machen. Wir nehmen uns da mal die Rüstung. Zack. Rüstung, Pelzarmschienen brauchen wir nicht, aber die Stiefel. So. Mensch. Hätten sie genau gewusst, einfach mal gebodyslammt. Das ist jetzt 2 Tage. Was haben wir hier? Barbarian Armor, das klingt auch cool, das nehmen wir auch mit. Zack. Zack. Alles schön rein. Und ab in den See mit dir. So. Ralof, wo bist du? Hallo Ralof. Sie würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Ist das nicht ein bisschen... Eine Anklage wegen Hochverrat. Willst du dich nicht da vorne hinstellen? Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Ach Leute, es ist gerade echt... Wow. Wie aus dem Nichts griff ein Drache an. Wow. Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag. Ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile runterkommen. Ja, genau hier. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Lass die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ganz genau. Du kommst damit schon klar. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Ja, was hast du denn so? Bier, Brot, Dietriche. Den Coin brauchst du nicht, den brauchst du zum Laufen. Den Met, Karotte. Alles super, das nehmen wir alles mit. Bitte sehr. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Okay. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Jemand muss etwas unternehmen. Was? Wie? Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber ist sonst noch jemand entkommen? Ist hier sonst schon wieder was passiert? Was ist passiert? Nein. Jede Menge Abenteurer. Das ist übrigens auch eine Sache. Ich habe Adventurers und Travelers, glaube ich, drin. Jede Menge Abenteurer, die dann hier herumlaufen. Und unter anderem dann aber auch diese Robber, also die Straßenräuber. Ich weiß, wie man sich bedeckt. Da gibt es öfters mal ein bisschen Kämpfe. So, aber da das Ganze hier schon so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, wie und wo ich nur kann, würde ich doch sagen, wir machen uns in der nächsten Folge auf zu Jarl Balgruuf, denn ich brauche hier eine kleine Pause. Bis dahin, ciao, ciao.